Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und dem Beagle. Wir möchten Verwandlungen machen und wir fangen auch schon an. Sie tut so, als hätte sie noch nie Verwandlung gehabt. Bis Winter. Ich sag's aber nichts zu. Wunderschön. Oh. Liebe Güte! Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Weiß ich das? Okay. Plaps. Wundervoll gemacht. Und alle sehen gleich aus. Alle sehen sie gleich aus, ihr Lieben. Der Unterricht ist vorbei. Und denken Sie daran, jetzt bloß nicht mit dem Lernen nachzulassen. Bevor Sie sich's versehen, sind die ZAGs da. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Edurus-Trank brauen. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Was? Ich? Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Vielleicht. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wann immer es möglich ist, um, mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin... Gut gemacht. Sie können gehen. Leute, wir haben da gerade mal Winter. Wenn Sie den neuen Spruch üben möchten, können Sie gerne die Übungspuppe nutzen. Wir haben gerade mal Winter und die kommt mir an mit Ja. Es freut mich, dass Sie bei meiner Demonstration des Verwandlungszaubers so gut aufgepasst haben. Ja, toll, ne? Und sie kommt mir an mit, das Schuljahr ist fast rum. Sag ich auch immer. Habe ich immer im Studium gesagt, nach dem zweiten Tag, nach der zweiten... Was? Warum habe ich Sebastian jetzt nicht? Funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen, in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldugak spricht. Koboldugak, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte Amit etwas von Koboldugak. Aber wir machen erst Sebastian. Eindeutig. In den Schatten der Minen. Das ist wo genau? Ach, sorry, Amit, aber du bist einfach nicht... Amit ist einfach so nervig, Leute. Amit ist richtig nervig. It's a pain in the ass with Amit. Deswegen mache ich Sebastian als erstes. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Da kann ich hinlaufen. Gut, gut. Geh mir aus dem Weg, Junge.
Toll, immer wenn ich Vielen jetzt Dank so... für die großzügige Hilfe. Ja. Immer wenn ich jetzt kleine, Feuer hier, Fireflies sehe, würde ich gerne mit meinem Lichtschwert die platt machen, um an die Pflanzensamen zu kommen. Just saying. Okay, hab's geschafft. Geht das nicht? Nö. Wood? Sebastian, ich bin hier. Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Eigenartig. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Na dann. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen sehen, was sie tun. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Okay. Jetzt kommen sie aber alle an, ne? Warte mal. Also einmal das hier und Bombarda und trotz allem auch Schleichen. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Ja, mach ich auch. Du bist ja irgendwie. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Ah, offensichtlich, ne? Macht aber nichts. Wir sind besser als die. Was soll das? Gar nicht. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Was? Du bist allein. Allein, allein. Allein, allein. So eine Anstellung in Gringotts ist genau sein Ding. Boah, diese Aufmerksamkeit, die sie haben, ne? Wo sind... Also da ist auf jeden Fall eine Truhe. Das ist ja nett. Das ist noch nicht mal die Truhe. Doch, diese Truhe, meinten sie. Also Sebastian, was machst du eigentlich hier? Außer gar nichts. Den habe ich fast übersehen. Noch ein Kobold. Ein bisschen schneller. Wo sind sie denn hier? Leute, wo sind die hier? Gar nicht hier, ne? Na gut, dann nicht. Gehen wir mal weiter. Revelio. Das läuft aber gut. Ja, ne? Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Ich habe alles... Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen. Oder heimlich vorgehen. Wir sind ein gutes Team. Sagte sie und hatte alles alleine gemacht. Ha, beinahe ein Glückstreffer. Ich hab es. Levioso. Naja, komm drauf an. Ist das so? Confringo! Bombarda! Confringo! Potato, was du vor? Kommst du nicht davon? Sebastian, was machst du da?
Sebastian, was machst du da? Confringo! Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Ja. Wie war? Das war relativ spaßig. Ah, kommt drauf an, ne? Sebastian, kommt drauf an. Okay, wo müssen wir hin? Hier in die... Hier hin? Verschwinderen Eier. Na dann. Suche nach dem Runensymbol. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Wenn ich jetzt schnell genug bin, kann ich die beiden gleichzeitig wegholen. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Na dann. Schauen wir doch mal, was wir hier generell finden. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Ist denn jemand? Hallo? Nein! Niemand! Hier kostet Hallus. War wohl sehr auffällig. Hast du? Ich werde deine Toten rächen. Komm, ist das so? So. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Ein paar. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Einmal hier hin. Damit, aber erstmal möchte ich mich hier umgucken. Revelio. Da hinten. Confringo. So. Ich hatte gehofft, ich kann die Spinnen beseitigen. Aber nein. Das bleibt mir verwehrt, die Spinnen zu beseitigen. Frech, frech. Nein, nicht den. Ich finde es ein bisschen traurig. Aber. Dass ich so viele Zauber beigebracht bekomme, aber die meisten davon eigentlich gar nicht brauchen. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Naja. Alles ganz furchtbare Eigenschaften. Kann ich da runter, oder? Hm. Ah. Oh. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Maybe hättest du das tun sollen. Hast du aber nicht. Confringo. Ich wollte hier wegmachen, aber sei es drum. Ah, schlechtere Handschuhe für mich. Gut. Jetzt wollen sie, dass ich unbedingt den Reparierzauber noch mal ein bisschen benutze, wo ich den ja so selten brauche. Lumos. Lumos. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Ja, weiß ich. Ich habe den falschen Zauber benutzt. Die nehme ich auch direkt mit. Igitt, Spinnen. Igitt, eine Spinne nur für mich. Confringo! Muzio! Warte mal. Für Spinnen eventuell nicht das Beste. Oh Gott, noch mehr! Noch mehr! Confringo! Okay. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Ja. Professor Hackett wäre stolz. Ja. In der Tat.
Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Das wollte ich gar nicht. Aber hier gibt es eine Truhe. Oh, Kürbisansammlung. Eine Truhe. Okay. Oh nein. Oh nein, das bringt mir nichts. Ah Gott. Faszinierenderweise haben die irgendwie nicht so ganz verstanden bei den Entwicklern, was diese Schlingpflanze eigentlich ist. Die kommt ja in Harry Potter 1 vor. Widerliche Spinnen, ey. Ich höre aber mittlerweile... Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Der nächste Kampf steht uns bevor. Upala. Confringo! Du mich besiegen könntest. Ja, kann ich. Damit kommst du nicht davon. Bams, du kommst. Hier, Confringo! Ich werde deinen Tod. Auf den falschen Wunderbatze. Artet sich wirklich die. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein Lebensmittel. Hier haben wir aufgeräumt. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind wahre Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. Ist das so? Mut ist ein relativer Begriff, Leute, ne? Das zählt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier bin ich rausgekommen. Okay, also irgendwo... Gut. Ah. Jetzt können wir uns endlich... Revelio. Leute, schaut mal. Was ist denn... Kann ich da... Confringo! Confringo! Diese Spinnennetze sind nicht erledigbar, weil ist so... Aber wohin damit? Das ist jetzt die Frage. Hier komme ich auch so hoch. Oh, warte mal. Confringo! Nein! Nein! Ein Runensymbol. Ja. Über der Höhlentür.
Ja, ja. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Hier muss ich hin. Ach, schon vorbei. Leviosa. Revelio. Also ist irgendein Grund. Canfringo. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Naja. Das war unerwartet. Hat geklappt. Oh. Schon gefunden hier. Revelio. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrt die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer, ja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles, sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Weiß ich nicht. Einen Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, Sebastian, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Offensichtlich nicht. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, I know, ich weiß. Siehe nach Sebastian. Gut. Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Ja, Moment. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Das machen wir jetzt noch kurz zu Ende und dann machen wir nächstes Mal das mit Poppy. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Ja. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Schlechte? Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ah, okay, ja dann. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Es tut mir leid. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen Ach, das könnte. Mit, Lockcock ist auch noch über. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Alter, sagt der Ignorant. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. Ja, unglaublich, du Arschloch. Zum Glück kann man als Freunde auch hier und da mal verzeihen, aber das war schon hart an der Grenze, Sebastian. Darf ich nicht hier raus? Wieso darf ich nicht hier raus? Ich will auch hier raus. Ah, ich darf erst gehen, wenn er weg ist. Ja, klar. So, also Sebastian hat sich schon ein bisschen daneben benommen. Er hat auch wirklich nicht zugehört. Aber sei es drum, er ist, was Kobolde angeht, natürlich jetzt auch geprägt. Er ist einfach daraus.
Sebastian oder Omen? Das ist Sebastian. Natürlich ist er ein bisschen voreingenommen. Im Schatten der Zeit trifft dich mit Sebastian bei den Katakomben. Oh, Imperio. Wir machen erst das vergessene Ei und dann im Schatten der Zeit. Dass sich das überschnitten hat, finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Aber sei es drum. Aber dann lernen wir Imperio, den Übernahmefluch. Dann sind wir noch einen Fluch vor Beenden der Questline von Sebastian tatsächlich entfernt. Gut, ihr Lieben. Nein, das vergessene Ei wird gemacht. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt, wenn es geht, in jedem Fall relativ zügig. Aber ich kann dann auch mal kurz zu hier, wie heißt das hier? Schnabel und Brut, die beiden Knuddelmuffse verkaufen. Dass ich jetzt storymäßig versuche, soweit es geht, einfach durchzuziehen. Weil wir viel erkundet haben und es auch völlig reicht, was wir alles so erkundet haben. Zumindest für das, was wir jetzt noch storytechnisch haben. So. Jo, gute Frau. Hallo, bewegen Sie sich nicht. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Ich will auch keine. Hat alles ein Händler in Ottery St. Catchball gekauft. Mir egal. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Ist mir egal. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Dirrycall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Also Leute, wenn mich eine Verkäuferin direkt so... Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es auch diese Verkäuferin, die euch direkt auch die Lebensgeschichte erzählt? Könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Ich möchte auch nur die Knuddelmuffs verkaufen. Gefieder. Dafür lohnt es sich fast verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich. Das können Sie aber laut sagen. Oh Mann. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Oh, die fühlt sich auch noch selbstwitzig. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Das war mir ein Vergnügen. Ich möchte... Danke. Was verkaufen Sie hier? Nichts Besonderes, Leute. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ich möchte dir diese bei 120 bringen, Knuddelmuff ein. Das ist... Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Revelio. Ah, da sind die beiden Knuddelmuffsies. Okay. Also wenn die bei ihrem Geschäft bleiben, finde ich das schon in Ordnung. Dann stört einen das ja auch weniger. Ah, Fupa. Oh, hier ein Dirrycall. Ich finde, die sehen halt so Dodo-mäßig aus. Na gut, und nächstes Mal wird Poppy gemacht. Oh, hier ist ein Schloss. Hallo, Homora. Alter. So. Was ist hier drin? Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ein Demigeist. Revelio. Hier ist eine Truhe. Mit Zeugs.
Und da draußen ist eine schon offene? Ich weiß es nicht. Warte mal. Einmal Nacht werden lassen, bitte. Du gehörst mir, Demigeis. Ja, ich muss ihn nur finden. Wo denn? Oh, eine Truhe. Schön. Mal bin ich da oben. Gib Demigeis. Cool. Also, ihr Lieben. Jetzt wirklich und voll wirkt, also so richtig wirklich. Ende der Geschichte. Altklappe, du Arsch. Rebellio. Kann ich die hier auch schon aufmachen, die Schlösser, oder geht das nicht? Das würde mich schon interessieren. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand. Wie komme ich denn an diese Truhe dran? Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Warum tanzt er? Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen lösen. Du bist von wegen. Kennt ihr auch immer diese undankbaren Leute, die sich darüber beschweren, wenn der Zauber so richtig nach hinten losgegangen ist? Leute, wo ist diese Kaktruhe? Da unten? Ei, Entschuldigung, du bist so eine Truhe. Kann ich ja nicht ahnen. Der Beagle sagt seit zig... Oh. Ich glaube, das reicht schon, ne? Nein, das reicht nicht. Oh, ganz empfindlich, diese Truhen hier. Er hat die Augen zugehabt. Gut, danke. Oh, die zittern immer so, wenn man sie... Rebellio. Bin ich hier eigentlich? Wo bin ich hier? Da vorne ist ein Schloss. Aber ich wollte ja, wie gesagt, aufhören. Das ist eh Schloss Stufe 3. Cool. Und wie komme ich hier rein? Hallöchen. Hi. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Da ist ja noch ein Demigeist. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig, ja? Psst. Ich könnte ja mal gucken, was der an Klamotten hat. Jetzt kann ich es mir leisten. Wenn ich hier schon beschäftigt bin. Gibt's noch was? Ich meine, ich höre ja das Bimmeln, Leute. Aha. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Aha. Alles schlechter als meins, Leute. Gar nicht wahr, das ist besser als meins. Aber wie viel besser als meins? 3 Pünktchens. Und das ist auch noch viel besser als meins. Kostet nur 500. Why not? Ach komm, echt jetzt? Das ist gut. Dann verkaufe ich mal. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ja. Im Moment gibst du mir ja nur Kohle. Was ist das? Düsterer Wollschal. Ach, der ist noch nicht für mich geeignet. Ich warte dann mit Verkaufen. Ne? Okay. Ist schlechter als meins. Jetzt möchte ich aber sowohl den Hexenhut hier. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Ist okay. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Habe ich eigentlich nicht, aber egal. Zumindest nicht bei Hogwarts Mode. Wobei... Auch so nicht. Ich trage nämlich immer schwarz. Also. Ich habe da diese Philosophie, dass man mit schwarz niemals was falsch macht. Ist so. So, und dann hatte ich hier noch den Umhang hier. Mit der Jagge. Schal. Ah. Habe ich sonst noch irgendwas Neues? Nichts, was ich benutzen kann. Na gut. Ne?
Also, haut rein, ihr Lieben.